Hallo ihr Lieben und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren 7 Days to Die. Hallo. Hallöchen. Hallöchen. Puppöchen. So, heute ist Blutmondnacht angesagt. Heute ist die Blutmondnacht. Ja, ich habe gerade wieder meinen Sound ein bisschen leiser gemacht. Erinnert mich dran, dass ich nachher wieder hochstelle. Du sag mal, warum hast du eigentlich über die ganzen Stelzen nochmal Blöcke gesetzt, aber da hinten nicht? Weil der Imp, der war leider mit dem Graben schneller, als ich mit der Wand setzen war. Ah. Hä? Der hatte hier hinten schon fertig gegraben und ich war aber hier hinten eigentlich noch gar nicht fertig gewesen, habe ich mich einfach bei ihm angepasst und fertig war. Hast du jetzt nochmal alles gecheckt hier? Ja, das ist alles sauber. Wir werden zu... Ich habe eigentlich Imp gefragt, halt die Klappe. So. Okay. Ich wollte nochmal durchchecken. Bei dir haben wir ja gerade gesehen, wohin das führt. Nee, also ich finde, das ist jetzt, sage ich mal, ordentlich genug für heute. Da fehlt genau. Noch was. Guck mal hier. Ich hoffe, das ist zack, zack gemacht. Okay. So. Ja. Gut. Meine Güte. Konnte ich den nicht wieder aufnehmen? Seid ihr alle vorbereitet? Okay. Wer ist aufgenommen? Also komm, lauf mal einmal durch. Ich wollte gerade sagen, gibt es jetzt eine Anleitung? Oder? Ja, komm rein. Ich wollte auch noch fragen, ob ich noch eine Schrotflinte kriege. Ich bin noch drin. Ja. Guck mal, die Mitte, da hat es zwar noch eine Leiter, aber eigentlich brauchen wir die gar nicht mehr. Weil hoch in den Vorratsraum, richtig? Richtig. Also der Plan ist, wir gehen bis hier durch, klappen Schnapp dir eine von den drei Luken. Du kannst überall aussteigen, in der Mitte... In der Mitte kannst du aussteigen, dann kannst du von hier aus auf. Wo bist auf du? Hier. Hallo. Wo bist denn du? Ist der Thomas nämlich schon. Bin über dir. Ja, also links und rechts kommst du in die zweite Etage dann rein. Wo und man denn, nicht. Wenn man dann zurückziehen muss. Und in der Mitte kommst du nur ganz so. Aber die Mitte werde ich einmal noch zumachen. Ich bin nur noch nicht dazu gekommen. Komm mal, da krabbelst du. Halt! Stopp! Eins höher. Eins höher. Eine Frage habe ich. Hast du die Generatoren getankt? Ja, die sind voll getankt. Aber ich muss zwischendurch, muss ich wahrscheinlich darüber, weil die verbraten verdammt viel von dem Zeug. Ne? Hast du auch geguckt, dass du nicht zu viele Motoren drin hast? Nee, ist alles richtig. Ich bin jetzt rechts hoch. Ja, guck mal. Geh mittendrin raus, folge mir. Hier einfach eins runter. Ich schwöre, diesen Grafikbug, ey. Ja, den hab ich auch. Verschwindet das? Ja, das glaube ich auch. Folge Team Pink. Ja, halte dich an Pink. Und stopp. So. Genau. Guck. Das ist die Mitte. Und dann schießen wir von hier, oder was ist der Plan? Yep. So in der Art. Ja. Also ich würde es mit ihm von Anfang an einfach mal durchgehen und nicht schon mittendrin. Das ist ein bisschen problematisch. Nee, ich glaube, bis zu den Klappen habe ich es verstanden. Ja, also wir fangen ja vorne an. Das eine Klingenlaufwerk und die Geschütztürme schießen ja von Anfang an mit. Wenn das durchbrochen wird, gehen wir nach hinten, weil seitlich dürfte jetzt nicht durchbrochen werden. Habe ich aber auch nochmal abgesichert mit Geschütztürmen, weil sie doch wieder seitlich rein wollen. Dürfte, sollte, bräuchte. Also, genau. Also wir gehen bis hinten zu den letzten U-Boot-Klappen da. Mhm. Genau. Und wenn das reißt, so gehen wie wir beim letzten Mal, dann gehen wir in die Mitte erst. Also nee, dann gehen wir hier an die Seite, wenn da vorne die U-Boote und die U-Boot-Klappen nicht mehr funktionieren, dann gehen wir an die Seite und wenn das nicht mehr funktioniert an der Seite, dann gehen wir eins höher und wenn das nicht mehr funktioniert, dann haben wir noch Plan B, unsere Garage. Da ist das Auto und ein Motorrad drin, einer muss halt zurückbleiben, wir haben zu wenig Fahrzeuge. Das bin ich jetzt. Es wundert mich aber, dass da nicht noch ein Fahrrad steht, an dem Wutzel dran steht. Können wir aber machen. Das war zu klein. Nein, also aber ein Fahrrad hat bestimmt noch reingepasst. Ich hol dir ein Fahrrad. Ich hol dir schnell. Ja, nee, komm, lass es, Imp. Lass es. Ich hol dir eins. Mein Freund. Da muss eigentlich noch ein Motorrad hin. Wir okay, also jetzt mal im Ernst, Melle. Wir machen hier die letzte U-Boot-Klappe hoch. Und dann gehen wir da rein. Und dann gehen wir an eine Seite. Genau. Und dann schießen wir von hier. Ja, und wenn wir merken, das ist dann gehen wir eins höher. Dann gehen wir hier eins höher, alles klar. Genau, und schießen von oben. Gut. Ich habe jetzt das kleine Moped geholt. Ist es auch vollgetankt? Ich wollte gerade sagen, bitte lass einen einzigen Benzinkanister drin.
Ich kann fliehen. Oder nicht. Was die immer für Wünsche haben. Erst wollte er ein Fahrrad, jetzt bringe ich ihm ein Moped. Und ja, ja. Nie recht machen kann. Das ist dann so, wenn man zu zweit vor einem Bären wegläuft. Da musst du nämlich nicht schneller sein als der Bär, sondern nur schneller als der andere. Du hast jetzt aber auch gesehen, wo die Ersatzmunition und Waffen sind, ne? Nee. Und Essen und Medizin? Nee. Das ist über den Generatoren oben. Hängt an der Wand, da sind dann links Munitions- und Waffenkiste und rechts ist dann hier das Medizin- und Nahrungskiste. Also, warte mal. Hä? So, Motorrad ist voll getankt. Ja, dann komm. Ich komme wieder rein. Wir haben ja noch kleine Sekunde Zeit. Ja, also ich komme hier schon nicht hoch. Du darfst nicht ganz an der Wand stehen, wenn du an die Leiter hochgehst. Immer einen Schritt zurück und dann erst hochhüpfen. Genau. So, dann in der... Hä? Darf ich heute rechts stehen? Ist mir wurscht, wo du stehst. Hauptsache, du stehst. ich muss ja wieder in die Mitte. Also quasi ganz oben ist dann sozusagen unsere Fluchtroute mit Garage. Genau. Ja. Also ich bin mir nicht sicher, ob das Ding hält, weil vorne haben wir jetzt Stahl und hinten halt nur Beton. Ob sie dann nicht versuchen, doch von irgendwie woanders reinzukommen? Theoretisch gesehen nicht, weil sie da dann mehr zu arbeiten hätte als vorne. Wir lassen uns überraschen. Eben. Lass dich überraschen. Jede Schwachstelle muss natürlich nach jeder Blutmondnacht ausgehören. Ja, kommen wir ja schon. Nee, das sind noch keine. Bäh. So, wo sind die anderen zwei? Ich bin hier oben. Weiß ich nicht, aber da kommt gerade eine Horde. Die ist aber noch nicht richtig. Das ist denn nur eine ganz normale Wanderhorde. Ja, das ist eine Wanderhorde. Dann heb doch deine Munition auf. Wenn die was wollen von uns, dann kommen sie schon her. Die kommen so oder so. Ja, aber heb die Munition auf. Die brauchst du nachher viel dringender. Ich brauche ja nur einen Schuss pro Zombie. Ich hab gleich dabei, na nie. Also ist das Moped aufgestellt? Das steht in der Garage. Okay. Dann mache ich jetzt da hinten zu, sicher ist Psycho. Okay. Auch wenn ich immer meine. Also der Imp geht wieder in die Mitte von uns, bitte. Ich stehe doch schon in der Mitte. Ja, dann du stehst. So. Horde ist beseitigt. Ich liebe das Scharfschützengewehr. So, dann gehe ich rechts zum Imp, oder was? Ja. Ja, und ich guck, wo sie am meisten sind und klopp dann da. Warte mal. Na, da komme ich mit meinem Erschle nicht rein und da komme ich mit meinem Erschle auch nicht rein. So, jetzt aber. Jetzt aber. Genau. Die vier. Guck mal ein Stück. Die vier von der Tankstelle. Genau. Ich muss jetzt gleich sowieso erstmal hoch, wenn es losgeht. Dann muss ich nochmal hoch und dann komme ich wieder runter. Bei den Generator anschmeißen muss. Hoch. Aber bitte den richtigen. Ja, aber wenn ich jetzt den Generator anschmeiße, dann verbraucht er, ne? Ja, aber geh doch jetzt schon hoch, damit du anschmeißen kannst. Genau. Aber das ist doch nur eine halbe Stunde. Ach, diese Grafikbugs, die hatten wir am Anfang nicht gehabt. Nee, bei dir verschwinden immer die Tür. Wahrscheinlich, weil hier zu viel platziert ist. Bei mir verschwinden immer die Türen, die sind dann plötzlich tata, weg. Ja. Nee, die Türen hier sind noch da, aber sie flackern da, wo sie sich überschneiden. Am schlimmsten finde ich es in der Garage. Ja, oben fehlen die Kisten und so, das ist ja. Ja, also hatten wir am Anfang nicht gehabt. Und ich dachte, es liegt wieder an mir. Wahrscheinlich zu viel platziert. Nee, das haben wir alle. Nee, das ist halt kein Server oder so. Ne? Das hostet ja der PC. Dann nochmal Nase pudern. Macht euch nochmal schick für die Damen. Was sollte mich. Hashtag Team Pink. Team Pink ist immer schick, Alter. Eben. Team Yellow bereit. Wir sind recht schick. Guck mal, wie die versuchen, uns richtig zu kopieren hier mit Yellow. Was? Ja, hier Strider hat gemeint Team Yellow. Ihr werdet nie so cool sein wie Team Pink. Ich mache ja da noch nicht mal mit. Ich mach dich mal mit. Ich bin die Welle, das reicht mir. So. Du bist dein eigener Boss. Jo. So. 9. Ich bin Solo-Team. 7. Wieso sind da keine Motoren drin? Ach, das fällt mir jetzt auf. Verarsch mich jetzt nicht, ja? Oh, ja, dieser Mann. Wenn... Der macht läuft der vorne? Ja, der läuft. Und die hinter uns aus. Okay. No. Ich habe aber auch nochmal geguckt, nicht, dass er wieder auf die falschen Knöpfe drückt. Jetzt geht's los. Soll ich hinter uns auch mal anmachen? Nein. Nee, nicht.
Bitte noch nicht. Jetzt wird's. Keines Kind mehr zu hören. Interessant, ich höre sie schon. Ich sehe aber noch keinen. Oh. Jetzt kommt sie. Von rechts. Oh, und die gleichen Krabben, das ist doch mies. Oh ja. Warum wieder rechts? Weil ich weiter rechts stehe wahrscheinlich. Ups, da hast du wieder ein besonderes Passwort. Oh nein. Ups. Oh, 51. Was, 51? Level. Achso, herzlichen Glückwunsch. Denk schön. Also, da habe ich wieder richtige Frame-Jobs hier. Das wird lustig. Du hast mich da wechseln mit dir. Ja, aber sie kommt schon wieder auf unsere Tresorklappe. Das heißt, rechts und links ist gut abgesichert. Du weißt du wahrscheinlich nicht auf die Hälfte, wenn man jetzt hinten runter kommt oder kommt. Der ist aber zugelaufen. Und heute sagt bitte keiner, es ging letztes Mal total schief. Das ist richtig easy peasy gerade. Ah. Also bisher läuft alles super. Da kann ja gar nichts schief gehen. Also ich mach mit der Schrotflinte keinen Schaden. Bleiben, guter Mann. Ja. Also noch geht's. Was sind das eigentlich für Aliens hier? Schwiegermutter. Geschmeidig hier auf meiner Ecke. Ja. Ja, die rennen alle hier rüber. Ja gut, solange es so ruhig ist, wollen wir noch mal gucken, ob es nicht doch irgendwo durchgebrochen wird. So, ihr habt ja vorne alles im Griff, ich gucke. Ja, ja, alles im Griff. Alles im Roger in Kambodscha. Ja, ein bisschen. Also kommen sie doch von hinten. Nee, nicht von hinten. Ich bin hier am Ort. Neben euch. Das ist gut. Also auf der Seite ist safe. Gucke ich nochmal bei euch und dann gehe ich nochmal hinten. Info muss rutschen. Komm ich ran. Danke. Ja, doch. Bitte rutsche ich. Die springen nach oben. Siehst du das? Ja, diese Springer. Gut, auf jeden Fall. Letztes Mal wollte ich gucken, kam ich dazu. Dann war es erst nicht gut. Oh, das läuft doch super bisher. Mhm. Bisher haben wir noch keinen Sprengzunge wieder dabei gehabt. Wahrscheinlich. Ja, der kommt bald. Ja, aber auch mal diese Verseuchten. Ja, die radioaktiven. Also wenn ich mit meiner Schrotflintenmunition durch bin, dann nehme ich hier meine AK und die hat so einen anti-radioaktiven Anbau. Splatsch. So.
Reichweite, was meinst du, wie lange hält der Tank? Bis jetzt hält er noch gut, das Ding dreht sich. Achso, machst du es, du gehst hoch, sobald es aufhört. Ja. Okay. Ja, das klingt vernünftig. Kannst du dem seinen Kopf eigentlich durch die Tür schießen? Nee, wenn er mit dem Kopf durchguckt. Ah, cool. Also ein Drittel ist geschafft. Jetzt kommen die Spucker. Es ist so ruhig. Ja. Ja, ich guck mal gleich von hinten, von oben. Ja. Bombe, da kommt, Bombe, da kommt ein Bomber. Wo ist der hin? Oder rechts. Da kommt er. Ah, super. Achtung. Ja. Ja. Jetzt konnte ich endlich meine panzerbrechende Munition verwenden. Okay. Das sieht gut aus. Reached das Messer eigentlich? Bombe. Bombe links. Der ist im Graben gefangen. Also die Gewehre hier hinten schießen frei auf, gell? Ich weiß nicht, wo die hinschießen. Da ist ja niemand. Okay. Dein Loch? Nee. Bombe rechts, Bombe rechts, Bombe rechts, Bombe rechts. Geh zurück. Da ist noch einer, da ist noch einer. Boah. Ja, die sind beide noch vor. Der eine explodiert, der explodiert. Oh. Nochmal einer rechts. Wir haben ihn. Boah, super. Okay. Blink. Da leuchtet er noch auf dem Boden. Okay, die spawnt. Also ich mach definitiv mehr Schaden mit dem mit der AK. Ja, du hast wahrscheinlich geskillt, Donnerbüchse. Und wir haben sogar einen Geier mal wieder gehabt. Echt? Ja, ich war oben. Ach, zu cool. Gucken, ob alles heile ist noch. Imp, du musst ein bisschen rutschen. Danke. Sehr gerne. Bombe links, Bombe links. Ja, der geht. Okay, der liegt. Nochmal einer links, nochmal einer links. Oh, explodiert. Er geht in Luft, er geht in Luft. Nee, der hat geschmatzt. Okay. Nochmal einer. Der geht auch hoch, auf der Rampe. Der hat den anderen erwischt. Super, wie der geflogen ist. Aber unser Rotor ist weg. Ja. Den hat er mitgenommen. Nochmal da kommt noch einer. Alter, was ist das für ein Vogel? Ey. Der stirbt, du Sau. Kommen immer noch hoch, das ist ja auch schon ein gutes Teil. Dafür, dass die Rampe noch intakt ist. Ja, es sieht noch gut aus. Ich muss die ist ja auch komplett aus Stahl, also die dürfte nicht so schnell weggebumst werden.
Ja, die ist dann rumschießen auch. Aber sie versuchen es wieder hier in der Luft, okay? Also am Rand. Okay. Immer wieder reparieren. Der links, der rechts. Boah. Okay, rechts hatte ich angehalten. Boah. Okay, habt ihr noch alle gut Munition? Ja. Oh, ich muss mal kurz meine Schrotflinte reparieren. Okay. Reparieren, so. Über uns dann noch diese. Ah. Ja, da muss eins höher. Also ich habe von hier unten. Zwei habe ich schon da oben. Ich habe die anderen erwischt. Ja, komm her, komm, dein Kopf. Steck dein Kopf durch. Kleiner für uns. Er steckt seinen Kopf nicht da durch. Kommst du nicht dran, ja. Jetzt aber jetzt habe ich ihn. Matsch. Matschekuchen. Ja, das läuft super. Wurzel, du musst ihn mal verarzten. Die ganze Zeit schon. Ist, ach so. Ist alles safe. Okay. Ja, aber mach trotzdem was drauf. Heute ist zumindest mal mir nicht alles schwarz. Kurz zurück, kurz verarzten mich. Die Geschütztürme sind auch. Ja, die sind davor alle kaputt. Die hier drin schießen noch fleißig. Aber was sie auch immer schießen, ne? Keine Ahnung, ob sie schießen. Oh, ich muss mal eine Munition holen. Was aufgeht. Da war ich gerade. Ich gucke gerade, ob ich nun nichts. Habe ich gerade repariert. Hinter uns, beziehungsweise neben uns, habe ich gerade repariert. Ui, jetzt geht denn da ab. Hast du auch deine Magnum? Ich wollte ihn mal ausprobieren, ja. Ja, ich habe gerade noch deine Ampel da. Nicht so schlecht. Davon hat man ja auch nochmal genug Munition. Ja, auf jeden Fall. Schrotmunition hat schon wieder genommen. Brauchst du noch welche? Dann kann ich dir noch welche abgeben. Au!
Alter. Diesmal einer wird sterben. Weil ich hätte auch noch andere Waffen. Aber das ist doch eine entspannte Nacht hier jetzt hier. Oh, wie die Köpfe hier fliegen. Ich würde gerne die ganzen Rucksäcke da alle nehmen auf einmal irgendwie. Wurzel, hinter dir lege ich mal Schrot hin. Hä? Wo ist denn der Schrot? Oder Digga? Boah, jetzt habe ich schon 53 erreicht, ey. Das ist eine XP-Schlacht. Spocky! Vorletztes Schrotmagazin. Ja, Schrot geht langsam zu Ende. Zwei Schuss noch. Dann nehme ich aber jetzt wieder AK. Aber zur Not ist oben noch AK. Und ja, die Munition. Ich hätte auch noch in meiner Tasche eine AK und Munition dazu. Ja. Kann ich im Notfall auch nicht rausschmeißen. Wieder mal. Das ist viel. Oh, das ist so stark. Das ist so stark. Wir hocken hier immer noch. Im? Was denn? Bitte ja einmal rutschen. Wohin? Das ist Wurzel. Ah, ich komm durch. Alter Verfalter, das geht ab hier. So, raus da. Ich glaube, das war's, ne? Nee, hier ist er doch zwei unten. Da oben müssen wir stehen. Eh, wer spuckt da? Da kommt noch einer. Boah, geil, oder? Guck mal. Du stehst in der Säure irgendwie. Ja, eben. Wollte ich auch gerade sagen, geh mal aus der Säure raus. Okay, alles looten. Was nicht Lied und nagelfest ist. Yippie, wir haben es geschafft. Ja, das war super. Das war die siebte Blutmondnacht. Echt schon? Das kontrolliere ich erstmal von innen. Ja. Nee, die achte, glaube ich, ne? Siebte, achte. Ich glaube, die achte. Ich zähle da nicht mit. Wir teilen einfach durch 49. Durch 7. Was sag ich da? Ich glaube, 8. 7. 7. 7 mal 7 ist 49. Ja. Ja. 7 mal 7 gibt 49. Okay, ja gut. Wunderbar. Wir sind aber auch schon wieder am Ende der jetzigen Folge angekommen. Wir haben überlebt. So. Die nächste Blutmondnacht. Spiel geht weiter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.